Herzlich willkommen zurück auf der Bühne Forum Praxis. Und in der kommenden Talkrunde skizzieren André Henkel, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln, und Professor Dr. Jürgen Weimann, Managementberater und Professor for Digital Business Strategy an der DBU Berlin, das Zielbild, wie der Bereich Organisation und Informationstechnologie in einem sich stetig wandelnden Marktumfeld zukünftig aufgestellt sein muss. Herzlich willkommen auf der Bühne und einen Applaus bitte für unsere Speaker. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und trotz Mittag und letzter Tag, dass Sie diesen Vortrag gewählt haben, um mit uns gemeinsam mal auf die KSK Köln zu blicken. Und Herr Henkel, ich freue mich sehr, vielleicht wenn Sie es im Programm gelesen haben, wir dürfen kurz innehalten und an Thomas Schaaf denken, der leider krank ist. Ursprünglich wollten wir zu dritt hier sein. Thomas Schaaf ist leider erkältet, und drum machen wir es gemeinsam, und darauf freue ich mich sehr, Herr Henkel, dass wir gemeinsam mal gucken, was Sie Spannendes in der KSK Köln machen. Und Sie haben es gesehen, es geht um den Bereich Org-IT und der Neuausrichtung. Und zum Start die Frage an Sie, Herr Henkel, wenn wir den Vortrag uns anschauen, Neuausrichtung Org-IT, was waren eigentlich die Gründe, warum gerade jetzt sich mit dem Thema Neuausrichtung Org-IT zu beschäftigen? Ja, das Thema Organisation IT, das kommt ja schon einen langen Weg. Also tatsächlich gibt es ja unterschiedliche Evolutionsstufen, die Organisation und IT-Abteilungen in Sparkassen genommen haben. Und ich sag mal, die Stufe, die wir vor dem Überlegen über neue Strukturen erreicht haben, die bewegte sich so in der Thematik. Also wir sind hingegangen und haben relativ viele Themen wegorganisiert, wenn man so will, in die Fachbereiche hinein. Und das hat zu unterschiedlichen Effekten geführt, insbesondere bei so Themen wie beispielsweise Risikoanalysen im Zusammenhang mit Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz oder bei der Pflege des Informationsverbundes oder ähnlichen Themen, dass die Dinge zwar sehr stark wegorganisiert und verteilt waren, aber dadurch immer noch nicht gut gelöst. Und das war ein Punkt, der uns dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, müssen wir vielleicht Organisation IT nicht neu denken und möglicherweise auch noch mal stärken gegenüber früher. Und der zweite Aspekt war, dass wir das Thema Prozessmanagement weiter vorantreiben wollten. Wir haben Prozessmanagement betrieben und haben uns da intensiv auch weiterentwickelt. Aber um den nächsten Schritt gehen zu können, brauchen wir neue Strukturen, auch Anknüpfungspunkte an agileres Arbeiten. Ich weiß nicht, ob Sie das aus Ihren Instituten kennen. Wenn Sie so einen Organisationsansatz haben für so einen Prozess, dann brauchen Sie ja viele Beteiligte dazu. Und diese Beteiligten haben bei uns typischerweise projekthaft an solchen Prozessen gearbeitet. Und das wird bei Ihnen in den Häusern völlig anders sein. Aber bei uns gab es dann auch schon mal so Bereiche, die haben dann eher an sich gedacht als an den Gesamtprozess. Ja? Und das führte dann zum Teil auch zu Ergebnissen, die nicht so glücklich sind für die Kundinnen und Kunden und auch aus Sparkassensicht natürlich nicht. Ja, und es gibt natürlich noch eine Vielzahl von Gründen. Einen kann ich noch weiter anführen, das ist das Thema Betriebsstabilität. An der Stelle Cybersicherheit, Auslagerungsmanagement. Wir haben das in der jüngsten Vergangenheit gesehen, dass einzelne Dienstleister auch in der Sparkassenfinanzgruppe hier diesen Themen ausgesetzt waren. Und wir müssen da einfach ein neues Niveau erreichen, um die Betriebsstabilität sicherzustellen. Weil ich weiß nicht, ob Sie aus Organisationsabteilungen kommen alle, aber der Moment, wo unsere Systeme runtergefahren sind, egal ob jetzt ein Dienstleister nicht verfügbar ist oder wir einen Cyberangriff haben, das werden für uns wahrscheinlich die spannendsten 2-3 Wochen unseres ganzen Lebens. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ich würde das gern vermeiden. Und das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, da denken wir drüber nach. Wir haben ein Sonderthema,
Wir kratzen so an diese 30 Milliarden Grenze als Kreissparkasse Köln und werden dann, wie es so schön heißt, zum bedeutenden Institut. Also ist die Kreissparkasse Köln sowieso, ne? Aber das, das weiß dann auch der Regulierer. Und da muss man sagen, da ist die Messlatte natürlich nochmal eine andere. Und da wollen wir uns eben qualitativ auch weiterhin bewegen, um mit dem Aufseher auch in Zukunft ein so gutes Verhältnis zu haben wie jetzt auch. Ja, das war's in aller Kürze. Das war schon super spannend, Herr Henkel. Und sicherlich gibt es jetzt ganz viel Neugierde auch bereits hier im Forum hinsichtlich dessen, ja, was kennzeichnet denn eigentlich aus Ihrer Sicht eine leistungsstarke und auch zukunftsorientierte Org-IT? Ja, also gibt es unterschiedliche Ansätze. Also ich habe ja so ein paar Dinge angesprochen, wo wir uns gefragt haben, können wir Dinge verbessern? Ne? Und eins dieser Themen, und das sehen Sie auch hoffentlich auf der Folie hinter mir, das ist das Thema Treiber und Motor positiver Veränderung. Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen organisiert ist, bei uns ist das so, wir haben einen Bereich Digitalisierung und Innovation und das sind die Leute, die wollen die ganze Zeit laufen und die wollen ganz schnell Dinge verändern. Und wir haben den Zentralbereich Organisation IT und der möchte Stabilität sicherstellen. Und diese Dinge, die laufen aufeinander. Ne? Dann sagt der eine, ja, ich würde jetzt mal gern schnell was ausprobieren. Hat jemand Kundendaten? Hat jemand eine Schnittstelle? Kann man irgendwas machen? Und der Mensch auf der anderen Seite sagt, ja, warte mal, wir brauchen jetzt erstmal eine OPTV-Freigabe. Ne? Und diese Dinge stärker zusammenzubringen und auch zu sagen, ja, also wir als Organisation IT, wir müssen natürlich darauf aufpassen, dass wir einen sicheren, stabilen Betrieb haben. Aber wir müssen natürlich auf der anderen Seite auch ein guter Ansprechpartner für diejenigen sein, die auch mal laufen wollen und die was verändern wollen. Und zwar nicht in Zyklen von OSP-Releases. Und diese Dinge eher zusammenzubringen, so stelle ich mir einen Organisations-IT-Bereich vor, der auch an solche Dinge anschlussfähig ist und sich auch eben als Motor dieser Dinge begreift und nicht nur als Mitspieler. Dann das Thema Prozessmanagement. Ich habe das eben beschrieben, wenn Leute nur sporadisch zusammenkommen aus unterschiedlichen Funktionsbereichen und sollen dann irgendeinen Prozess optimieren, dann ist das schwierig. Dann stellt sich erstmal die Frage, ja, wer hat denn hier die Verantwortung und wer entscheidet denn hier und so weiter. Und in unserem Zielbild ist das so, wir wollen diese Teams eher verstetigen im Sinne eines, ich sag mal, eher agileren Ansatzes. Und wir wollen diese Dinge entsprechend so organisieren, dass aus der Organisation IT heraus das Prozessmanagement entsprechend gemanagt wird und diese Teams eben auf Dauer existieren. Und dass die sich laufend eben mit den OSP-Releases angucken, was verändert sich eigentlich, was haben wir für neue PPS-Prozesse, was verändert sich in OS Plus und wie können wir die Prozesse dann entsprechend immer optimal halten. Und dadurch, dass diese Teams, ich sag mal parallel zur klassischen Organisationsstruktur, dass die eben auf Dauer existieren, können die Menschen miteinander auch Vertrauen aufbauen und auch besser sehen, ja, welche Gedanken hat eigentlich jemand, der aus dem Vertriebsmanagement, aus dem Vertrieb oder beispielsweise aus dem Risikocontrolling, Compliance oder wo auch immer herkommt. Damit man nicht nur sieht, ja, ja, bei mir muss alles in Ordnung sein und die anderen müssen halt gucken, dass es bei denen auch so ist, sondern dass man gemeinsam auf Dauer daran arbeitet und dass das Ziel und die Mission ist, wir schaffen für dieses Institut den besten Baufinanzierungsprozess, den wir im Rahmen dieser Systeme herstellen können. Dann weiß ich nicht, wie das bei Ihnen gelebt wurde. Wir haben halt unterschiedliche Zusammenarbeitsmodelle in der Vergangenheit gehabt. Und da hatte die Organisation in der Vergangenheit ganz unterschiedliche Rollen. Also eine historische Rolle ist, die Organisation sagt, wie es gemacht wird und alle machen. Dann gab es mal so eine Rolle, die Organisation ist Dienstleister, also Organisation mach. Ja?
Und beide Rollenmodelle passen nicht mehr zu unserem Unternehmens- und Führungsleitbild. Und insofern geht es darum, auch kulturell die Organisation IT, genauso wie unsere anderen Funktionseinheiten, entsprechend darauf anzupassen und sich weiterzuentwickeln, dass wir eben wertschätzend miteinander arbeiten und nicht der eine hat die Hosen an und der andere muss sie runterlassen. Ne? Insofern ist das sicherlich auch ein Kulturthema. Dazu passt auch die Verantwortungskultur und ergebnisorientierte Führung. Wir wollen halt gemeinsam zur Lösung kommen. Ne? Und da möchte ich aber nicht so lange drauf verweilen, weil ich sehe schon, der Timer zählt gnadenlos runter. So. Ja, adäquate Kunden- und Arbeitsumgebung, nur ganz kurz. Wir kommen aus so einer Zeit, es wird bei Ihnen auch ganz anders gewesen sein, aber wir hatten in den letzten Jahren nicht so gigantische Ergebnisse in dieser Minuszinsphase. Und hat mein Amtsvorgänger einen Satz geprägt, wir drehen den Euro zweimal um und geben ihn dann trotzdem nicht aus. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wir an der Stelle eher verhaltener waren. Und da leiten wir jetzt auch einen Wandel ein. Also wir statten Mitarbeitende jetzt alle mit einem iPhone aus und mit einem mobilen Thin Client und so weiter, damit wir auch attraktive Arbeitsplätze schaffen für Mitarbeitende und Kundinnen und Kunden. Und insofern sind das die Dinge, die in dem Haus entsprechend als Zimmer da sind und wo wir uns eben stärken wollen. Ja, jetzt werfen wir mal einen Blick rein, noch stärker ins Haus, wie der Bereich jetzt künftig strukturiert sein wird, Herr Henkel. Ja, also tatsächlich kann man das an dem Organigramm auch so ein bisschen ablesen. Und das Thema Infrastrukturmanagement passt natürlich zu dem attraktive Arbeitsplätze. Dann das Thema Prozessmanagement spricht, glaube ich, für sich. Das habe ich eben klar beschrieben, welche Aufgaben dort liegen. Dann Dienstleister- und Betriebsrisikomanagement ist sehr stark eben auf das Thema operative Resilienz ausgerichtet. Genauso wie das Thema IT-Governance. IT-Governance ist sicherlich in unserem Haus dann ein besonderer Bereich. Ich weiß nicht, wenn man sich nicht auf die EZB-Beaufsichtigung vorbereitet, ob man diesen Bereich als eigenen Bereich haben müsste. IT-Organisation ist sehr stark das Thema Anwendung und organisatorisches Management befasst sich einerseits mit den strategischen Themen und auf der anderen Seite haben wir auch so ein Erleben. Es kommen ja ganz viele Dinge in so ein Institut und von diesen Aufgaben ist nicht immer klar, welcher Fachbereich soll das denn adressieren. Und das hat bei uns dazu geführt, wir haben natürlich ein Projektmanagement, aber dann wurden auch relativ kleine Themen mit einer riesen Projektinfrastruktur umgesetzt und im Prinzip mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und dieses Organisationsmanagement soll eben in Zukunft auch dazu dienen, kleinere Dinge entsprechend dann auch schlank umsetzen zu können, ohne diesen ganzen Bahnhof zu machen mit Lenkungsausschuss und Projektgruppenleiter und was auch immer. Ja, das in aller Kürze mit Blick auf den Timer. Ja, vielen Dank, Herr Henkel, für den Einblick. Und jetzt stellen Sie sich vielleicht zwei Fragen. Zum einen, was steht der Weimann darum? Und zum anderen, was ist eigentlich mit den Menschen? Und Sie müssen sich ja vorstellen, von der Einordnung her, auch der KSK Köln, wenn wir uns die Sparkassenrangliste anschauen, dann arbeiten ungefähr, wenn man von unten her sich anschaut, Menschen, die der Bereich Org-IT so groß ist wie 40 Sparkassen, die es in Deutschland gibt. Und somit gibt es natürlich eine ganz, ganz starke, und das hatten Sie auch ausgeführt, kulturelle Komponente, wo es eben darum geht, nicht nur sachlich, fachlich richtig den Bereich neu auszurichten, sondern auf der anderen Seite natürlich die Menschen, die dort sind, und das zeichnet ja Sparkassen immer sehr, sehr stark aus, dass sie über Menschen verfügen, die eine langjährige Betriebszugehörigkeit haben und eben diese Entwicklungsstufen, die Sie auch ausgeführt haben, Herr Henkel, eben erlebt haben. Aber es genau darum geht, jetzt diese Menschen mit auf die Reise zu nehmen, einzuladen hin
in die neue Aufbaustruktur. Und gleichzeitig gibt es einen weiteren Bedarf, natürlich neue Talente einzuladen in den Bereich, sowohl intern aus der KSK, aber natürlich auch extern eben dort mit zu integrieren. Und somit eine Herausforderung, die von drei Seiten in dem Sinn kommt. Wie können wir die bestehenden Menschen dazu aktivieren, mitzumachen, auf der anderen Seite auch neue Talente integrieren, die die KSK bereits kennen, aber eben auch Menschen integrieren, die die KSK Köln eben noch nicht kennen. Und jetzt merken Sie vielleicht den bayerischen Einfluss in der grafischen Gestaltung. Wir haben das mal versucht, wie so eine Wanderung darzustellen. Ich komme aus München und von ihm her so ein bisschen ein Stück Heimat mitgebracht mit der Grafik. Wie sind wir eigentlich da vorgegangen? Und der erste Schritt war, und das hatten Sie gesehen an dem Zielbild von Herrn Henkel, zu sagen, wie sieht eigentlich das Zielbild aus für den jeweiligen Bereich? Wie soll es sein, wenn wir angekommen sind? Und dem sind intensive Gespräche, die wir beide miteinander geführt haben, gemeinsam mit Thomas Scharf und auch die Entwicklung dann entstehenden, die Sie gesehen haben, am Zielbild. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu sagen, die Struktur des Bereiches jeweils mit den Zielbildern auszustatten, zu sagen, wenn das Zielbild ist für den Gesamtzentralbereich, wie sehen eigentlich die Zielbilder aus für die jeweiligen Bereiche, die Sie auch gesehen haben vor im Organigramm. Das heißt, hier haben die Führungskräfte unfassbar leidenschaftlich viel, viel Zeit investiert in die Gedanken, wie soll es denn aussehen in meinem Bereich, wenn wir da angekommen sind, wo wir gemeinschaftlich hinwollen, um auch letztendlich die Menschen nicht nur inhaltlich abzuholen und Klarheit zu haben, wo sind meine Aufgaben, welche Zuständigkeit werde ich künftig haben, sondern eben auch diese Lust zu aktivieren, mitzumachen, zu sagen, da habe ich Lust drauf, Teil davon zu sein. Und dann ist natürlich, und da sind jetzt gerade die Menschen und sind auch einige hier, die genau diese leidenschaftliche Team des Zentralbereichs vertreten, mittendrin natürlich dann sich zu überlegen, was braucht es an Maßnahmen und was heißt es dann vor allen Dingen für die Umsetzung, die Anfang des Jahres starten werden. Also Sie sehen einen Weg, wo natürlich viel, viel Engagement und Leidenschaft notwendig ist, aber die KSK Köln sich hier ganz explizit dafür entschieden hat, eben beide Komponenten mit zu berücksichtigen, die sachlich-inhaltliche Komponente. Da arbeiten ganz, ganz viele Expertinnen und Experten, die diese Komponente abdecken, aber eben auch die soziale, kulturelle Komponente in dem Weg dessen hin zur Umsetzung. Und Herr Henkel, wenn wir auf dem FI-Forum rumlaufen und auch verschiedene Vorträge anhören, dann fällt immer ein Wort natürlich KI. Und es gab schon zahlreiche Vorträge zum Thema KI, aber natürlich sind wir auch nochmal abschließend neugierig, was Sie denken, welche Rolle spielen künftig Daten und KI auch für den Org-IT-Bereich? Ja, also tatsächlich ist das ja in aller Munde und es ist ja auch die Lösung für alle Probleme. Ne? Man muss fairerweise sagen, wenn ich darüber nachdenke, dann ist es im Wesentlichen ein Instrument der Produktivitätsverbesserung. Wir werden das schon an bestimmten Stellen erleben. Also ich habe mir zum Beispiel eben den Chatbot auf die PPS-Prozesse angeguckt. Und das sind natürlich Anwendungsfälle, die typischerweise schon eine große Rolle spielen können. Wir haben zum Beispiel in unserem Organisations-IT-Bereich auch einen Fachservice, so eine Art interne Hotline für Fragen zu Arbeitsanweisungen, wenn man so will. Die könnte man natürlich deutlich entlasten darüber, dass man eine interne KI hat, die eben auf konkrete Fragen, konkrete Antworten auf Basis der schriftlich fixierten Ordnung ausgibt. Und solche Anwendungsfälle kann man sich natürlich in verschiedener Weise anschauen. Es gibt ganz interessante Anwendungen, die sich ergeben werden aus meiner Sicht im Bereich des Liquiditätsmanagements. Es gibt ganz interessante Anwendungen im Bereich Data Mining, auch Process Mining. Da gibt es schon gute Ansätze, aber die werden sich nochmal deutlich verbessern, auch was das ganze Thema Echtzeitoptimierung von Prozessen betrifft. Weil im Moment machen wir das ja retrospektiv über eine große Grundgesamtheit von Prozessen. Und diese Optimierung des Einzelprozesses in Echtzeit, die ist sicherlich nochmal interessant, wenn es entsprechende KI-Lösungen gibt. Aber um das klar zu sagen, in meiner Zukunftsvorstellung
wird die Organisation IT durch solche Systeme eher gestärkt, als dass man die Fantasie haben könnte, dass das durch KI ersetzt werden kann. Das wird ein mächtiges Instrument, auch im Datenqualitätsmanagement beispielsweise, wenn ich an das Thema Risikodatenaggregation, Reconciliation etc. denke. Da wird es relativ interessante Anwendungsfälle geben. Insofern wird sich das weiterentwickeln, evolutionär. Revolutionär sehe ich nicht, aber Sie sehen, ich trage Krawatte. Vielleicht bin ich auch ewig gestrig. Ganz sicher nicht, Herr Henkel. Vielen Dank. Wir hoffen sehr, 20 Minuten ist echt eine Herausforderung, dieses spannende Thema dort hineinzupacken. Wir hoffen, Ihnen da spannende Einblicke geben zu können. Falls Sie den inneren Impuls spüren, jetzt eine dringende Frage zu haben oder den dringenden Impuls spüren, zu sagen, boah, das Zielbild, das schaut wirklich höchst attraktiv aus, was Herr Henkel erzählt von Köln, klingt auch spannend. Ich möchte mich gleich mal Initiative zeigen und vielleicht mit Herrn Henkel sprechen. Es gibt noch ein paar offene auch Funktionen in diesem Organigramm, dann werden wir uns da hinstellen und freuen uns natürlich, dass Sie hier unser Forum gewählt haben. Und für Fragen steht Herr Henkel, als auch ich, gerne zur Seite. Sehr gerne. Also wenn Sie jemanden kennen, der Bock hat, mit uns das ganze Thema voranzubringen, wir haben Bock. Vielen Dank. Danke sehr.